Geschütze gestellt werden. An dem Flakgeschütz fand ich am Nachmittag 13- bis 15-jährige Jungens in Stahlhelmen als Geschützbedienung eingesetzt. Die Task Force A der 104. US-Infanteriedivision hat an diesem 14. April 1945 den Stadtrand von Halle erreicht. Der Vormarsch der Timberwolf Division gerät ins Stocken, als deutsche Soldaten das Feuer eröffnen. Nach einem kurzen Einsatz von Sherman-Panzern ist der Weg frei. Die Verteidiger ergeben sich. Das Geschütz der Deutschen wird unschädlich gemacht. Um weitere sinnlose Gemetzel und die Zerstörung der Stadt zu verhindern, begeben sich Bürger von Halle unter der Führung des legendären Felix Graf Luckner mit weißen Fahnen zu den Amerikanern und erreichen, dass ihre Stadt nicht bombardiert wird. Ein SS-Führer hatte ihnen nachgerufen, das könnte den Kopf kosten. Der Einmarsch in Halle verläuft danach weitgehend friedlich. Und so können sich GIs der Task Force K ein weiteres Mal für Kameramann Miller in Szene setzen. Erst am nächsten Tag wird Halle ganz in amerikanischer Hand sein. Ob es tatsächlich in der Stadt noch zu solchen Scharmützeln kam, ist unklar. An diesem 14. April hat die thüringische Stadt Gera kapituliert. Soldaten der deutschen 7. Armee gehen in Gefangenschaft.